Taucher entdecken verborgene Schätze in Aare, wie hier das Velo. Eine spezielle Frühlingsputzete gerade näher in den News. Statt entsorgen, lieber in die Aare schiessen. Es gibt immer noch Leute, die das Gewässer mit einem Köderkübel verwechseln. Das hat man heute zu Wangen an Aare wieder gesehen. Das erste Mal haben sich dort Jäger, Fischer und Taucher getroffen für eine gemeinsame Putzaktion. Im trüben, eiskalten Aarewasser, gut 3 Meter unter der Wasseroberfläche, der Grossfund. Das Velo gehört definitiv nicht daher. Chaoten haben es irgendwann vor die Brücke geschossen. Darum wird es vom Reto Zünd vor der Tauchschule Red Snapper abgebungen und dort ziehen es die Fischer mit vereinten Kräften aus der Aare. Es ist natürlich immer schön, wenn man so Gegenstand findet. Wir weiss es ja, die Brücken sind markant, dass man halt Zeug reingeht. Und ja, das Wasser und Eisen und Stahl, das mögen sich nicht miteinander vertragen. Und darum macht man so eine Aktion. Organisiert hat die Aktion einer der erfahrensten Fischer im Oberaargau. Der Hans Blüss kennt diesen Aarabschnitt bestens und stößt beim Fischen immer mal wieder auf Velos, die im Wasser sind versenkt worden. Wir nehmen alle Jahre sicher 1-2 raus. Beim Fischen, weißt, siehst du, wenn es ziemlich klar ist, dann siehst du es, dann hängst du es mit dem Gaff oder irgendwie probierst du es zu nehmen. Dann gehst du es rauf und dann läutest du dem Gemeinsarbeiter an, soll das wieder reichen. Den Fischen mache ich das Metall, das bis heute in Aare ist, gelegen, nichts. Im Gegenteil. Und manchmal ist es sogar gut, es gibt Unterstänge. Oder viele Orte, die sind ja in den Meer, die sind ja sogar Schiffe versenken, oder? Was sich Korallen können bilden und so. Gut, das Köder gehört nicht in die Aare, oder? Das ist natürlich klar. Die 60 Leute, die heute den ganzen Morgen im Einsatz stehen, finden immer wieder skurrile Sachen und für einen ganz dicken Fisch. Was ist das? Das Verkehrsschild ist so schwer, dass alle müssen anpacken müssen. Aber auch andere Funde geben zu reden. Munition ist noch gefunden. Nein, das Ganze, das geht schon. Aha, einzelne. Besonders schwierig ist die Aufgabe heute im nur 4 Grad warmen Wasser für die Taucher. Wir haben Trockentauchanzüge an. Und das isoliert mit der Luft, die wir reinlegen. Also wir werden körperlich nicht nass, außer natürlich am Kopf, aber das tut auch gut. Mit einem Boot voll Metall sind die Abfallfischer am Mittag wieder zurück. Zeit für den Präsidenten des Fischereivereins Wangen Bilanz zu ziehen. Es tut mir eigentlich, es sei nicht so schlimm. Und gleich gibt es mir gleich auch ein bisschen zu denken, was die Leute auch so einfach beim Vorbeischiessen in die Aare reinschiessen, wie die Velo zum Beispiel. Gefunden haben wir noch eine alte Nähmaschine. Ob Nähmaschine, Autofelge oder andere Krümpel, die Putzaktion hat sich gelohnt. Die Aare rund um Wangen ist dank der Jäger, Fischer und Taucher wieder etwas sauberer.